Willkommen am Mittelmeer. Ob Grill- oder Pfannengerichte, vegetarische Speisen oder leckere Desserts. Das Restaurant Medo in Siegburg bietet türkisch-mediterrane Gerichte in einem traumhaften Ambiente. Lassen Sie sich verzaubern und Ihre Sinne in die Regionen des Mittelmeers entführen. Medo. Kulinarische Spezialitäten auf höchstem Niveau. Präsentation von neuen Defibrillatoren. In den vergangenen Jahren hat das Deutsche Rote Kreuz, Ortsverein Hennef, für mehrere städtische Gebäude Defibrillatoren zur Verfügung gestellt. Mittlerweile gehören solche lebensrettenden Geräte nahezu zum Standard. Der Stadtsportverband Hennef hatte daher den Wunsch geäußert, Schritt für Schritt 9 weitere Defibrillatoren für diverse Hennefer Sporthallen anzuschaffen. Ende 2017 war es möglich, gleich 8 aus städtischen Haushaltsresten zu finanzieren. Ein weiterer Defibrillator war bereits vom DRK, diesmal auch wieder für eine Sporthalle, angeschafft worden. Heute fand im Rathaus der Stadt Hennef die Übergabe von 9 vollautomatischen Defibrillatoren für 9 Hennefer Turnhallen statt. Die vollautomatischen Defibrillatoren sollen dem plötzlichen Herztod vorbeugen, der entstehen kann, indem Menschen plötzlich in das sogenannte Herzkammerflimmern oder Herzkammerflattern geraten. Die Geräte können durch jeden bedient werden, der einmal an einem Erste-Hilfe-Kurs teilgenommen hat. Seit einigen Jahren wird die Bedienung dieser Geräte grundsätzlich in den Erste-Hilfe-Kursen erklärt und erläutert, sodass man keine Angst haben muss, diese Geräte zu benutzen. Die Stromstöße, die von diesem Gerät abgegeben werden, sollen dazu dienen, das aus dem Takt geratene Herz wieder zurück zu einem richtigen Schlagen zu bringen, dadurch wieder zu einer guten Durchblutung des Körpers, vor allen Dingen des Gehirns. Denn wenn es hier zu Mängeln kommt, vor allen Dingen in der Sauerstoffversorgung, entstehen bereits nach 2 bis 3 Minuten die ersten irreparablen Schäden.